Ich wache auf, es ist 5 Uhr morgens. Es ist still, die Vögel singen noch nicht. Eigentlich ist noch Nacht. Durch die Gardine scheint helles Licht in mein Schlafzimmer. Ein helles Viereck an der Wand, Schatten von den Bäumen, jeder Ast ist zu erkennen. Durch die Gardine im ersten Stock. Das ist die Parkplatzbeleuchtung vom Ärztehaus gegenüber, 100 Meter weit weg. Als neulich der Sturm war, ging das die ganze Nacht an und aus. Weiter hinten beleuchtet eine Straßenlampe den menschenleeren Marktplatz. Und so sah das bis vor kurzem direkt hinter meinem Gartenzaun aus. Der Parkplatz vom Supermarkt, der Mirabellenbaum, die Nachbargärten, taghell beleuchtet die ganze Nacht. Ich kann nicht wieder einschlafen. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute geht es um Lichtverschmutzung. Das ist auch eine Art Lichtverschmutzung, aber die meine ich nicht. Lichtverschmutzung? Licht ist doch was Schönes und brauchen wir ja auch zum Leben. Und es kann doch eigentlich gar nicht genug Licht geben, oder? Das ist so schön, wenn die Tage wieder länger werden. Wenn im Frühling die Natur explodiert, die jungen Blätter, wie sie das Licht trinken. Endlich wieder in der Sonne sitzen nach dem dunklen Winter. Wir wollen Licht ins Dunkle bringen und erleuchtet sein, erhellende Erkenntnisse haben, statt düsterer Gedanken. Wir wollen strahlen und glänzen und leuchten, nicht in düstere Stimmung verfallen und nichts mit dunkler Magie zu tun haben. Licht ist doch schön. Wieso also Lichtverschmutzung? Wir wollen auch nachts nicht durchs Dunkle stolpern. Wir wollen unsere Straßen, Häuser, Autos und Industrieanlagen vor Einbrechern und anderen bösen Menschen schützen. Werbetafeln und Schaufenster wollen nachts gesehen werden, der Dom auch. Ohne Licht würden wir uns verlaufen, wir würden überfallen und von wilden Tieren gefressen. Die Parkplatzbeleuchtung scheint aus 100 Meter Entfernung bei mir bis in den ersten Stock. Die Straßenlampe vorm Haus scheint zum anderen Fenster ins Schlafzimmer rein. Der Nachbargarten wird die ganze Nacht beleuchtet. In der Baustelle brennt die ganze Nacht Licht, kein Mensch ist da. Echte schwarze Nacht gibt es kaum noch, vor allem in den Städten nicht. In Europa sieht man nur noch einen Bruchteil der Sterne, die man eigentlich sehen könnte. Großstädte, Straßenbeleuchtung, Leuchtreklame, Videowände, Flutlichtanlagen und Industriebeleuchtung strahlen Licht ins Universum. Und das wird immer mehr. Das konnte man mit Hilfe von Satellitenbildern feststellen. Aber mit Hilfe von Satellitennachtbildern werden noch ganz andere Sachen erforscht als nur die Zunahme der Lichtmenge. An den Veränderungen von Ausbreitung und Qualität der Beleuchtung kann man nachverfolgen, wann und wo Menschen schlafen, arbeiten, saisonal und täglich, wann und wo sie fahren, was transportieren, illegal fischen, Urlaub machen, fliehen, Häuser und Fabriken bauen oder Gewächshäuser, damit man 365 Tage im Jahr Tomaten ernten kann. Man kann sehen, wo gerade Länder und Regionen im Shutdown sind und wo nach einem Sturm, einem Wintereinbruch, einem Erdbeben, einem Feuer der Strom ausgefallen ist. Nordkorea ist auf den Satellitenbildern nachts ein schwarzer Fleck. Man kann auch sehen, wo durch das Zerbomben von Kraftwerken Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird. Mit diesen Bildern werden sozioökonomische Dynamiken untersucht und Marktforschung betrieben. Elon Musk hat mehr als 2000 Satelliten ins All geschossen. Das ist ja vielleicht alles ganz interessant oder auch eher unschön, aber wieso Lichtverschmutzung sein soll, erklärt es noch nicht. Wenn die Parkplatzbeleuchtung mich stört, kann ich mir ja dickere Vorhänge kaufen. Und für ein paar Astronomen will ich doch nicht nachts durch dunkle Straßen laufen oder zu Hause bleiben. Und außerdem verbrauchen die LEDs ja viel weniger Strom. Das stimmt. Das Dumme ist nur, seitdem durch LEDs das Licht billiger geworden ist, wird viel mehr verbraucht. Der Stromverbrauch für Licht steigt jedes Jahr um 6%. Der Energieverbrauch durch Licht ist das eine. Aber ist es nicht auch schade, dass die meisten Menschen, die in Städten leben, noch nie im Leben die Milchstraße gesehen haben? Es ist nicht nur schade, sondern es ist tödlich. Millionen Insekten sterben jedes Jahr allein in Deutschland durch künstliches Licht. Vögel, Fledermäuse, Wale und Schildkröten schwärmen, paaren sich und brüten zur falschen Zeit. Verirren sich, zu früh geschlüpfte Küken erfrieren beim nächsten Frost und finden keine Nahrung. Man hat festgestellt, dass schon durch schwaches künstliches Licht das Verhalten von nachtaktiven Tieren erheblich verändert wird. Sie ziehen sich zurück und sind weniger aktiv. Pflanzen werden in ihrem Wachstum gestört. Licht beeinflusst den Biorhythmus von Pflanzen und Tieren. Die Jahreszeiten mit längeren und kürzeren Tagen, der Rhythmus von Tag und Nacht, das Mondlicht.
Seit Urzeiten wird auch unser Biorhythmus vom Licht gesteuert. Unsere Fruchtbarkeit, unser Schlaf, unsere Psyche. Wir reagieren auf Licht. Auf natürliches Licht, aber eben auch auf Kunstlicht. Zu viel künstliches Licht am falschen Ort, zur falschen Zeit, das falsche Licht macht krank. Erwiesen sind erhöhtes Risiko für Brust- und Prostatakrebs, Schlafstörungen, Übergewicht, Augenkrankheiten, Hormonstörungen und vermutlich auch Depressionen. Mit Licht kann man foltern. Harald Badenhagen veranstaltet Sternenwanderungen im Nationalpark Eifel. Da habe ich meine Mutter besucht im Krankenhaus in Eppendorf in Hamburg. Und ich habe gedacht, die machen dort eine Filmproduktion draußen. Da war so ein LED-Billboard, also so eine LED-Werbetafel, an. Und die war getaktet, die war nachts genauso hell eingestellt wie tagsüber. Und das war auf dem Gelände des Klinikums. Ich habe das dann in der nächsten Nacht, habe ich dann ein Schreiben geschrieben an das Klinikum und gesagt, sie sind doch eigentlich zum Produzieren von Gesundheit da. Was sie da produzieren, ist aber im Grunde genommen eigentlich das Gegenteil, weil alle umliegenden Wohnhäuser waren beleuchtet durch dieses helle Lichtbord. Und das war, wie gesagt, nicht abgemildert. Und habe denen gesagt, ob sie das nicht ändern könnten. Habe dann nochmal geguckt, in Hamburg gibt es in der Tat eine Vorschrift. Da war es vorgeschrieben, dass die Billboards ungefähr auf 4% Beleuchtungsstärke in der Nacht runter gedimmt werden müssen. Ich habe 3 Tage später haben die mir eine E-Mail geschrieben. Herr Badenhagen, kommen Sie mal kurz, sprechen Sie einmal kurz mit unseren Technikern, was die machen sollen. Und die hatten dann innerhalb des nächsten Nacht haben die dann umgebaut. Wie in der Eifel und bis weltweit Aktionen gegen Lichtverschmutzung. In Chile, wo es einige internationale astronomische Observatorien gibt, hat es angefangen. Auch in Spanien, Italien, Tschechien, Slowenien, Österreich, der Schweiz und in Deutschland hat man reagiert mit Gesetzen und Leitlinien. Die Städte und Gemeinden sind da oft schon weiter als Architekten, Häuslebauer und Bürgerinnen. Ich finde, ein besonders schönes Beispiel dafür, wie man es richtig macht, sind die Gemeinden Kehlschlag und Steinbach in Österreich. Sie haben ihre Außenbeleuchtung komplett umgestellt und gute Erfahrungen damit gemacht. Privatleute und Geschäftsinhaber haben mitgezogen und sind begeistert. Man muss nämlich auf nichts verzichten, wenn man Lichtverschmutzung abstellt. Im Gegenteil, das neue orangene Licht blendet nicht mehr. Menschen und Tiere, Insekten, Zugvögel, Fledermäuse und andere nachtaktive Tiere werden nicht mehr irritiert und getötet. Straßen und Wege sind nicht dunkler und unsicherer geworden, sondern angenehmer. Nicht mehr der Himmel und die Bäume werden angestrahlt, sondern der Gehweg und die Straße. Wenn keiner da ist, wird automatisch gedimmt. Mit modernster Technik, Lichtstärke regelnden Bewegungsmeldern, speziellen Leuchten und LEDs, Zeitschaltungen. Und dann spart das Ganze auch noch Strom. Über 45 Grad im Schatten in Indien, über Wochen schon. Millionen von Menschen, die jetzt schon unter der Klimakatastrophe leiden. Millionen von Euro, die wir jeden Tag an einen Kriegsverbrecher überweisen, für Energie. Es gibt wirklich genug Gründe, Strom zu sparen. Und Lichtverschmutzung ist eine Umweltbelastung, die kann man sofort abstellen. Hilft sofort. Und außerdem so eine richtig schöne dunkle Nacht, wie schön das sein kann, das habe ich zum letzten Mal erlebt, als ich ein Wochenende im Ökodorf in Siebenlinden war. Wir kamen abends im Dunkeln an, wir kannten uns nicht aus und es gab keine Beleuchtung. Weder auf dem Parkplatz noch auf der unasphaltierten Straße. Wir haben den Parkplatz und das Gästehaus trotzdem gefunden. Der Parkplatz war da, wo die Autos standen, und es gab einen Wegweiser. Wir hatten Taschenlampen mit, aber ich habe meine bald ausgemacht. Man sieht die Pfützen auf dem Weg viel besser ohne. Die Augen gewöhnen sich. Und dann der Blick aus meinem Fenster, der Sternenhimmel, das war magisch.